Hallo liebe Assassin's Creed Odyssey Zocker, hier ein kleines Trophy-Video von mir. Ja, wir kümmern uns um die Mission Die Erbin der Erinnerung. Ist eine Atlantis-Quest, jetzt seit kurzem online. Ja, ich habe das Video hier oder ich biete das Video ganz einfach hier relativ stark geschnitten an, da es hier aus meiner Sicht ja ein relativ einfacher Durchlauf ist, wobei ich einige Probleme hatte, die drei Symbole im weiteren Spielverlauf zu finden. Deshalb stelle ich das ganze Video online. Falls ihr auch Probleme mit den Fundorten habt, guckt euch das Ganze hier auf jeden Fall an. Wie gesagt, die komplette Mission dauert knapp eine Stunde, denke ich. So zwischen 50 und 60 Minuten, wenn man das Ganze hier spielt. So lange habe ich zumindest gebraucht. Ich werde euch hier aber natürlich nur die wichtigsten Stellen ganz einfach zur Verfügung stellen. Ja, gerade mit den Symbolen, falls ihr da Probleme habt, vor allen Dingen mit einem Symbol, habe ich relativ lange gebraucht, um das Ganze zu finden. Ja, und deshalb stelle ich das Ganze hier zur Verfügung, schaut da auf jeden Fall mal rein. Und ja, das Video ist an sich jetzt hier relativ kurz gehalten, ihr seht eine Gesamtlänge von knapp 10 Minuten. Deshalb habe ich dann die ganzen Sequenzen und so weiter rausgeschnitten, zeige euch hier wirklich nur die Stellen oder einmal den Startpunkt der ganzen Mission. Und dann gehe ich hier jetzt gleich im weiteren Verlauf näher auf die Symbole ein, wo man die findet, beziehungsweise wie man die findet. Ja, ihr seht, die Quest ist jetzt hier schon mal abgeschlossen, Suche nach Teras. Ja, das Ganze ist, denke ich, sehr, sehr linear, sehr einfach gehalten. Deshalb habe ich hier wirklich stark geskippt, beziehungsweise fast alles Unwichtige rausgeschnitten. Das Ganze selber durchzocken ist natürlich so an sich bis zu der Stelle kein Problem. Ja, danach geht es hier mit den Symbolen weiter. Die drei begrabenen Symbole ist dann die Hauptquest. Ich kümmere mich jetzt als erstes um das Agamemnon-Symbol. Ja, hier seht ihr nochmal den auf der Karte, wo ihr das Ganze annehmen könnt. Genau, hier ist es etwas über Heras Wacht. Hier seht ihr nochmal das Gebiet, wo ihr das Ganze dann starten könnt. In der Nähe ist direkt auch ein Adlerturm. Ja, dann spielt ihr als nächstes hier mit der Frau. Bei dem Symbol hatte ich eigentlich das größte Problem, muss ich sagen. Das Areal ist hier recht klein, also ihr könnt hier an einer Stelle ja, quasi nach unten, nach oben, könnt ihr hochspringen, runterspringen. Es ist im Endeffekt hier an dieser Tafel, könnt ihr euch orientieren, zeige ich euch jetzt nochmal im Video, die leuchtet relativ stark. Also diesen Raum, denke ich, hier werdet ihr ohne Probleme finden. Der ist nicht wirklich schwer zu finden. Ich habe hier wirklich alles abgesucht, war am Machen und am Tun. Bin jeden Weg hier 8, 9, 10 Mal abgegangen. Aber hier seht ihr die Lösung. Ihr müsst im Endeffekt in diesem Raum an einer Seite sind zwei so kleine Tonkrüge. Die müsst ihr einfach nur zerschlagen und dann findet ihr hier das erste Symbol. Also da habe ich mich hier wirklich dumm und dämlich gesucht. Falls ihr hier auch Probleme habt, also wirklich in dem Raum mit der Tafel, da könnt ihr dann einmal an der Seite entlang gehen, dann werdet ihr jetzt diese beiden Tonkrüge finden, da einmal draufhauen, ich glaube mit R1 ist es, und dann unter ja, diesen kleinen Schlitz durch und dann auf der linken Seite ist direkt das Symbol. So, jetzt kümmern wir uns hier um das zweite Symbol. Hier seht ihr das dann schon auf der Karte, ein Stück höher im Endeffekt. Ah, hier in diesem Bereich, unter den Ruinen. Auch da spielt ihr dann wieder mit der Frau hier nach einer längeren Sequenz. Hier ist das Ganze eigentlich relativ linear gehalten. Ich zeige euch hier trotzdem nochmal den Weg. Also hier könnt ihr im Endeffekt ja erstmal einfach nur dem Weg folgen. Ja, müsst ein bisschen hier auf die Bodenplatten aufpassen mit den Stacheln, dass ihr da halt eben nicht getroffen werdet. Ich bin da meist immer relativ schnell drüber gehuscht, aber könnt ihr auch ein bisschen vorsichtiger an die ganze Sache hier rangehen. Ja, auch hier war es natürlich so, bin ich jetzt hier vorgegangen, ich habe natürlich dann sofort hier die ganzen Krüge immer zerhauen, weil ich mir dachte, okay, bei dem Symbol von Agamemnon, da habe ich es halt am Anfang nicht gemacht und habe dadurch nicht diese kleine Luke hier entdeckt und habe dann sehr, sehr viel gesucht. Ja, das müsst ihr hier aber nicht machen. Hier geht ihr dann einfach weiter durch diesen kleinen Durchgang. Dann geht es noch ein Stück weiter nach unten. Also wie gesagt, alles relativ linear. Ich denke, den wichtigen Punkt hier bei dem Symbol könnt ihr an sich nicht verpassen. Auch hier ist das Symbol ein bisschen versteckter. Ihr müsst gleich zwei, drei Sachen zur Seite schieben. Ja, wir befinden uns jetzt hier auch schon fast an dem Ort. Hier müsst ihr jetzt einmal links rum. Dann könnt ihr hier einmal die ganzen Krüge auch zerschlagen. Im Endeffekt ist dann hier hinter das, was wirklich dann wichtig ist bei dem zweiten Symbol.
könnt ihr hier durch, dann nach rechts und dann ist hier ganz wichtig, dass ihr hier die erste Barriere gleich, könnt ihr euch hier noch ein bisschen Platz verschaffen, die erste Barriere, im Endeffekt hier habe ich sie ganz nach rechts geschoben. Die zweite habe ich jetzt hier in dem Falle dann einmal durchgeschoben. Schon mal so ein bisschen zur Seite. Ja, und dann gehe ich hier im Endeffekt einmal zurück, wenn die beiden stehen. In der Position. Und dann seht ihr hier, könnt ihr dann hier nochmal vorne dran greifen. Ja, und dann müsst ihr hier ein bisschen den Spalt suchen. Reinschieben und dann könnt ihr hier noch mal ein Stück durchschieben, wenn ihr noch nicht ganz durchpasst. Und dann wird hier quasi dieser Gang frei. Und da befindet sich dann gleich auch direkt das Symbol. Also auch wieder ein bisschen versteckter, passt da auf. Die Stelle ist eigentlich relativ markant. Ihr müsst hier relativ lange laufen, wie ihr jetzt gesehen habt. Relativ viel nach unten und dann irgendwann die Tonkrüge zerschlagen. Da seht ihr dann diese Barrieren, die müsst ihr dann verschieben, die beiden. Und dann wieder durch diese kleine Luke im Endeffekt, durch diese kleine Nische durch. Und dann befindet ihr euch hier auch ziemlich am Ende. Ja, hier kriegt ihr, bekommt ihr den Weg eigentlich so ein bisschen vorgeschrieben. Auch hier gibt es jetzt nicht wirklich viele Wege, die ihr gehen könnt. Und dann seht ihr hier schon, auf dem Sarkophag befindet sich das zweite Symbol. Einfach einmal interagieren, dann haben wir schon zwei von den drei Symbolen. Ist das Ganze auch abgeschlossen. Eteokles-Symbol. Und dann kommt jetzt nur noch das dritte und das letzte Symbol. Ja. Auch das zeige ich euch hier nochmal auf der Karte, wo ihr es dann annehmen könnt. Das Ganze befindet sich auch ein Stück weiter oben. Orient-Symbol. Also relativ in der Nähe, ein Stückchen weiter im Norden vom zweiten Symbol. Auch da ist ein Adlerturm in der Nähe. Geht ihr hin. Kommt wieder eine längere Sequenz, dann startet ihr wieder mit der Frau. Das dritte Symbol ist aus meiner Sicht eigentlich das einfachste. Da könnt ihr euch hier einmal einfach nur den Weg anschauen. Ja, ich bin jetzt hier dann direkt wieder ein Stück zurück. Hier durch, an der Barriere vorbei. Ist hier alles ein bisschen verzwickter, aber ich denke, hier gerade mit dem Video seht ihr dann den Weg. Falls ihr da Probleme habt, könnt ihr das Ganze hier ganz einfach nachspielen. Dann wisst ihr den Weg direkt. Ja, hier durch, auch hier sind wieder ein paar kleine Stacheln. Dann geht's hier durch, dann geht's wieder ein Stückchen höher. Also das Ganze hier ein bisschen verzwickter aufgebaut, das ganze System. Und da seht ihr hinten schon das dritte Symbol leuchten. Ja, also das Ganze, wenn man dann einmal den Weg weiß, relativ einfach zu finden. Das Ganze ist hier nicht wirklich versteckt. Ich denke, das erste Symbol war mit Abstand das schwerste, das zweite musste man auch ein bisschen gucken mit dem Verschieben, das dritte jetzt relativ easy und entspannt. Und dann neigt sich eigentlich hier die Quest, beziehungsweise, ja, die Quest neigt sich dann dem Ende zu. Wir sind hier kurz vor dem Erhalt der Trophy jetzt schon. Hier dann noch einmal zu dem roten Punkt gehen, hier in der großen Halle. Hier ganz geradeaus. Seht ihr dann eigentlich gut leuchten, müsstet ihr euch einmal ganz kurz umschauen, wenn ihr dann wieder spielt. Je nachdem, wo ihr dann steht, ganz am Ende einmal durch. Und dann bekommt ihr am Ende noch drei Fragen gestellt, also das Ganze auch sehr einfach gehalten. Ich hatte mich da auch ein, zwei Mal verdrückt, habe hier die falsche Antwort gegeben. Das ist jetzt hier schon die dritte Antwort gewesen. Ist aber kein Problem, müsst ihr einfach drücken, selbst wenn ihr es dann nicht genau benennen könnt, die Symbole, drückt euch da einfach einmal kurz durch. Ja, und dann kommt hier noch eine Länge, relativ lange Cutscene. Dann ist das Ganze eigentlich beendet. Im Ladebildschirm hat es dann bei mir aufgeblinkt, die Trophy Erbin der Erinnerung. Ja, und dann ist die ganze Mission ja auch durch. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, diese Atlantis-Quest. Hat Bock auf mehr gemacht. Ja, für weitere Videos von Assassin's Creed, auch jetzt bald von dem Atlantis-DLC, werde ich hier alles online stellen. Ja, wenn das Ganze verfügbar ist, abonniert definitiv dafür meinen Kanal. Das war es soweit auch schon von mir. Die Mission trudelt hier aus. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald und tschüss. Aber wir müssen das gemeinsam tun. Alles klar, Doktor. Atlantis hat so lange gewartet, es kann noch etwas länger warten. Bis dahin bin ich hier unten sicher. Gib mir Bescheid, wenn Kiyoshi wieder auf den Beinen ist. Er wird sich freuen, deine Stimme zu hören. Bis dahin hat die Alta ihr zwei Funkstellen.